Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Präsident des Bundesrats Burgenländer und einer der engsten Vertrauensleute von Hans-Peter Doskozil, Günther Kovacs. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Herr Kovacs, Sie müssen ja hochzufrieden sein mit dem, was da heute beim SPÖ-Präsidium respektive dann der Vorstandssitzung rausgekommen ist. Hans-Peter Doskozil hat ja gestern einen Brief gefordert, dass die Mitglieder entscheiden sollen darüber, wer nächster SPÖ-Chef wird. Es gibt jetzt zwar keine Mitgliederentscheidung, sondern eine Mitgliederbefragung und danach einen Parteitag, aber das ist eher eine semantische Änderung, muss man sagen. Eigentlich ist das ein erster Sieg für Hans-Peter Doskozil. Sehen Sie das auch so? Ich würde sagen, ein Sieg für die Demokratie, ein Sieg für die Sozialdemokratie, ein guter Tag. Die Basis wird entscheiden, wer ins Rennen sozusagen gehen soll. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung heute vom Präsidium, vom Vorstand. Kann man nur gratulieren und ja, jetzt geht's los sozusagen. Mhm. Sie sagen, jetzt geht's los. Jetzt ist einmal die erste Frage und das war ja auch eines der Argumente, die von Kritikern dieser Mitgliederbefragung oder eines Entscheids im Vorhinein eingebracht wurden, das zögert diese Entscheidung jetzt noch länger. Einen Sonderparteitag hätte man sehr schnell umsetzen können. Eine Mitgliederbefragung, die dauert einfach. Von was für einem Zeitraum reden wir da? Beziehungsweise bis wann wollen Sie oder will das Lager von Hans-Peter Doskozil jetzt eine Entscheidung? Ich sehe das so, dass heute eine Entscheidung getroffen wurde, ganz klar. Sie haben es vorher kurz erwähnt. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, sein Wunsch war es, dass die Basis, die Mitglieder entscheiden. Dieser Wunsch geht einmal quasi in Erfüllung. Wir haben jetzt dann die nächsten Schritte eben in der Befragung, dann das Ergebnis, dann Bundesparteitag und dort wird dann entschieden. Und ich sage es, da kommt es dann auf ein, zwei Wochen länger nicht drauf an, denn wichtig war für die Basis heute, für die Mitglieder, für die gesamte Familie der SPÖ, dass eine Entscheidung getroffen worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Das war ja latent ein bisschen unsicher die letzten Wochen. Sie wissen das, die letzten Monate waren doch ein bisschen nicht so einfach, aber jetzt ist eine Entscheidung getroffen und das stimmt mich sehr, sehr positiv. Mhm. Herr Kovacs, jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht, warum hat sich eigentlich Hans-Peter Doskozil im Burgenland von einem Parteitag wählen lassen, aber auf Bundesebene will er jetzt eine Mitgliederbefragung. Das passt ja nicht ganz zusammen. Hätte man ja eigentlich im Burgenland auch sagen müssen, die Basis soll entscheiden, oder? Ich sage Ihnen was jetzt ein bisschen. Als Burgenländer hätte er eine Befragung gemacht, jetzt zum Beispiel auf einem Parteitag oder mit den Mitgliedern im Burgenland, dann hätte er 100% bekommen, das kann ich Ihnen sagen. Er ist höchst beliebt, er hat höchste Vertrauenswerte, nicht nur bei den Umfragen, die das ganze Spektrum betreffen, wo alle Menschen im Burgenland natürlich abgefragt worden sind, wo man gesagt hat, wie steht es, 80% der Burgenländerinnen und Burgenländer würden Hans-Peter Doskozil sofort zum Landeshauptmann wählen. Das ist eine momentane Umfrage, 57% die Sozialdemokratie. Sie können mir glauben, hätte man jetzt speziell eben nur die Mitglieder befragt im Burgenland. Das wäre ein 100% Ergebnis geworden, das weiß ich. Was kann denn Hans-Peter Doskozil Ihrer Meinung nach besser als Pamela Rendi-Wagner, beziehungsweise warum soll Hans-Peter Doskozil neuer SPÖ-Chef werden und nicht Pamela Rendi-Wagner? Hans-Peter Doskozil hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er Themen setzt, aber vor allem umsetzt. Er ist nicht einer, der ankündigt, er ist ein Umsetzer. Wir haben es gesehen, zum Beispiel in der Frage des Mindestlohns, der jetzt ganz entscheidend ist. Sie wissen es, die Inflation, das ist ein Wahnsinn. 11,1% hat die Regierung, die Bundesregierung verursacht in den letzten Monaten. 11,1% Inflation, da war es wichtig, dass Landeshauptmann, dass der Herr Landeshauptmann hergeht und sagt, jetzt müssen wir schnell unterstützen. Was hat er gemacht? Den Mindestlohn ist jetzt bei uns schon auf knappe 2.000 Euro netto im Monat bei 40 Stunden Arbeitszeit. Das ist ein gutes Zeugnis. Dann zum Beispiel hat er die erneuerbare Energie. Das hat er in den letzten Jahren vermehrt umgesetzt. Wir produzieren in Burgenland 170% momentan, also um 70% mehr Strom, als der Bedarf in Burgenland wäre. Das heißt, wir sind da sehr, sehr stark drauf. Er hat auch gesagt, wir wollen 2030 klimaneutral werden. Das wird er auch schaffen, 2030 schon, also um einige Jahre bevor die Bundesregierung überhaupt gesagt hat, dass man das umsetzen will. Also auch hier ganz, ganz weit vorne und natürlich auch diese Pflegestützpunkte, die Pflege auch hier die Leute ordentlich zu bezahlen, aber die Pflege auch möglich zu machen in monatnahe. Das waren große Umsetzungen in den letzten Wochen, Monaten und dafür
gebührt ihm auf einer Seite der Respekt, und das hat er auch bekommen von den Bullinnen und Bullinnen. Und jetzt hoffe ich, dass das Ganze natürlich österreichweit auch ausgerollt wird. Sie haben jetzt vorher gesagt in einem Nebensatz, jetzt geht's los. Das heißt, jetzt beginnt ja der Wahlkampf auf beiden Seiten. Es gibt derzeit zwei Kandidaten, die antreten werden. Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Wer weiß, vielleicht melden sich ja auch noch weiter. Ist ja bei so einer Mitgliederbefragung an sich möglich. Befürchten Sie nicht, dass dieser Wahlkampf dieses ohnehin schon zerrüttete Verhältnis innerhalb der Partei noch weiter aufreißen könnte? Sehe ich gar nicht so. Erinnern Sie sich zurück, wir hatten in Wien eine Situation, wo der Herr Bürgermeister Ludwig mit Andi Schieder, damals glaube ich war Nationalrat Andi Schieder, angetreten ist in Wien. Und was ist rausgekommen? Eigentlich perfekt. Nachher hat man sich geeint, nachher ist der Andi Schieder hingegangen und hat gesagt, Handshake, wir ziehen gemeinsam an einen Strang, so wie es gehört. Das ist auch im Übrigen auch ein Zeichen der Freundschaft gewesen in Wien. Das hat hervorragend geklappt, und ich nehme an, egal wie es ausgeht, dass es genauso bei uns sein wird. Ja. Das heißt, egal wie es ausgeht, das andere Lager, gehen Sie davon aus, wird dann den jeweiligen Gewinner unterstützen, auch wenn Pamela Rendi-Wagner gewinnen würde, würde dann Hans-Peter Doskozil und sein Lager Pamela Rendi-Wagner unterstützen und wäre dann Schluss, sage ich mal, mit der Kritik? Ja, das ist ja ganz klar. Also der Landeshauptmann wäre da auch in diesem Fall ein Ehrenmann, das ist ja keine Frage, aber natürlich sind die Tendenzen schon so, dass der Herr Landeshauptmann hier einen Vorsprung haben wird nach der Mitgliederversammlung. Das glauben Sie. Sie glauben, Hans-Peter Doskozil hat bei einer Mitgliederbefragung die Nase vorne. Warum das glauben Sie das? Würde ich sagen, weil wenn man die Menschen fragt, überhaupt die Basis, die Funktionäre fragt, dann weiß ich, dass er da einen extremen Vorsprung hat, aber nicht nur gegenüber Pamela Rendi-Wagner, sondern der gesamten Politiker, die man momentan in Österreich kennt, einen Bundeskanzler Nehammer, einen Vizekanzler. Wenn man sich auch diese Umfrage nämlich im Speziellen ansieht, wie weit er da schon vorne ist, das zeigt, wie beliebt er ist, und das wird auch sich bei dieser Umfrage widerspiegeln. Man hört bei der Stimmung, bei der Präsidiumssitzung war die Stimmung alles andere als gut. Mitglieder haben gesagt, es war eiskalt, und sogar von einem Hassduell war da die Rede. Was haben Sie gehört? Ist es da wirklich so heiß hergegangen? Ich würde ein bisschen diese Tonalität rausnehmen, diese Hass oder auch diese Kriegsrhetorik. Da geht es um eine Entscheidung, um eine Person. Wer kann in Zukunft den Kanzler stellen in Österreich von der Sozialdemokratie? Und das ist eine Entscheidung, die dann auch, wie gesagt, von allen nachher getragen wird. Sie werden das sehen, das wird dann relativ schnell gehen, wo dann alle auf einen Strang ziehen. Und wenn das Ziel da ist, nämlich die nächsten Nationalratswahlen, und das Ziel erreichbar ist, eben den Kanzler zu stellen, dann werden alle geeint auftreten. Da bin ich sehr, sehr überzeugt. Aber ist da nicht auch derzeit sehr viel persönliche Befindlichkeit dabei, dass diese Lager halt, wie soll ich sagen, fast schon zerstritten oder teilweise verhasst sind? Und ja, das darf man alles nicht so tragisch nehmen. Es ist in der Politik auch mit anderen, mit dem Mitbewerber, man geht dann sehr, sehr rasch in eine andere Tonalität. Ich weiß, was Sie meinen, aber im Grunde genommen geht es dann auch in einer Partei um das Ziel, um das gemeinsame Ziel. Und Sie werden sehen, da werden wir alle einen Strang ziehen. Und ich glaube, das war heute ein sehr, sehr guter Tag für die Sozialdemokratie. Sie werden das noch sehen in den kommenden Wochen und Monaten. Wie nachhaltig ist denn die SPÖ Ihrer Meinung nach beschädigt durch diese Diskussion der letzten Wochen? Hans-Peter Doskozil hat selber gestern in diesem Brief geschrieben, wir befinden uns in einem desaströsen Zustand, und er hat auch als Teilschuldeingeständnis gesagt, daran ist auch er und sein Team mitschuld. Hat das die Partei nachhaltig beschädigt oder ihr geschadet? Er meinte wahrscheinlich in desaströsen Zustand, dass man sagt, es ist noch keine Entscheidung getroffen, und diese Entscheidung ist eben heute gefallen. Diese Entscheidung, wie geht es jetzt weiter? Und das war ganz, ganz wichtig, nämlich nicht immer diese latente Unsicherheit zu haben, nämlich jetzt zu sagen, es gibt ein Ziel, eine Mitgliederbefragung, danach eben, wie Sie gesagt haben, einem Bundesparteitag, dann ist die Entscheidung gänzlich getroffen in wenigen Wochen, und dann geht's los, und bin da sehr, sehr positiv gestimmt. Aber muss man nicht trotzdem sagen, die SPÖ war jetzt die letzten Wochen mit sich selber beschäftigt, sie wird die nächsten Wochen mit sich selber beschäftigt sein, weil sie jetzt diesen innerparteilichen Wahlkampf führt. Für die ÖVP und die FPÖ sind das ja eigentlich Jubelfestspiele, weil die SPÖ wohl bundespolitisch kaum Themen und Akzente setzen wird. Sehe ich nicht so, weil natürlich, und auch bei diesem Wahlkampf, wie Sie es genannt haben, oder dieses Duell, wird es so sein, dass der Herr Landeshauptmann natürlich auch präsentieren wird, was eigentlich schon alles umgesetzt worden ist in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, und auch zeigen, was möglich wäre in Gesamtösterreich. Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen, Monaten eigentlich
meiner Meinung nach eher ein desaströses Bild abgeliefert. Das sage ich Ihnen ganz offen. Wenn man sich das ansieht, eben vorher gesagt, 11,1% Inflation in Österreich, das ist der schlechteste Wert fast in ganz Europa. Durch die Pandemie sind wir sehr, sehr schlecht durchgekommen, muss man auch offen sagen. Also die Stimmung im Land selber, das war schon die Bundesregierung, die es geschafft hat, die Gesellschaft zu spalten. Und hier gehört jetzt wieder ein neuer Schwung her. Und ich bin überzeugt, in meinem Fall, dass der Landeshauptmann Magister Hans-Peter Doskozil der geeignete Mann dafür wäre. Mhm. Der Wiener Sozial- und Gesundheitsstaat Hans-Peter Hack hat gesagt, Doskozil hat der Salzburger SPÖ den Wahlkampf versemmelt. Wie sehen Sie das? Also ich kann Ihnen sagen, der Herr Landeshauptmann ist einer der besten Freunde von David Egger in Salzburg. Er war vor wenigen Wochen in Salzburg, hat da mit ihm schon Wahl gekämpft. Er ist ständig mit ihm in Kontakt. Auch unser Landesgeschäftsführer Dr. Roland Fürst ist ständig in Kontakt mit David Egger. Er wird auch, wenn er Unterstützung haben möchte, natürlich gerne unterstützen. Das hat der Landeshauptmann immer gemacht. Wie gesagt, das ist eine wirkliche Freundschaft, findet er diesen Kommentar für entbehrlich, weil ja, das nicht zur Sache tut. Eigentlich müsste man fragen, was ist jetzt vom Herrn Stadtrat Hacker sein Zutun? Er soll eher mithelfen, dass der Salzburger, der David Egger, da ein gutes Ergebnis macht. Und mit solchen Kommentaren wird das nicht schaffen. Aber glauben Sie wirklich, dass in Salzburg die SPÖ ein gutes Ergebnis einfahren kann nach all diesen Diskussionen? Droht dann nicht der Absturz auf Platz 3 hinter die FPÖ? Ihnen als Medienprof brauche ich nicht sagen, wie schnell sich die Stimmung ändern kann. Und ich sage Ihnen heute schon voraus, weil die Entscheidung heute getroffen worden ist. Der David Egger hat in, glaube ich, 4 Wochen, 5 Wochen Wahl in Salzburg, also am Ende April, da ist noch genügend Zeit und bin da sehr positiv gestimmt. Er ist ein sehr, sehr guter Mann für die Sozialdemokratie. Ich kenne ihn vom Bundesrat schon einige Jahre und die Leute werden auch in Salzburg die Zukunft wählen und das ist für mich David Egger. Sie haben jetzt mehrmals diesen burgenländischen Weg angesprochen von Hans-Peter Doskozil. Inwiefern ist das denn überhaupt auf Österreich ausrollbar? Weil Burgenland ist natürlich schon, muss man sagen, ein bisschen anders als ganz Österreich. Was davon kann man umsetzen, jetzt auch, sage ich mal, bundesweit? Der eine Punkt, den ich angesprochen habe, der die Pflege und die Gesundheit betrifft, da haben wir ein tolles Konzept ausgearbeitet, nämlich mit den Pflegestützpunkten, das Burgenland hat, obwohl es sehr klein ist, 71 Pflegestützpunkte und die umliegenden Gemeinden sind sozusagen angedockt mit diesen Pflegestützpunkten. Das heißt, dass Menschen, die in Pflege gehen, wohnortnahe gepflegt werden können. Das könnte man zum Beispiel, dieses Konzept könnte man zum Beispiel in allen Bundesländern sofort übertragen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder, ich habe es vorher angesprochen, ein riesengroßes Anliegen ist eben auch der Mindestlohn. Da müsste man schauen, dass man das auch ausrollt, um den Menschen jetzt rasch zu helfen, damit sie über die Runden kommen. Es ist nicht mehr leicht, das weiß man. Und das wären auch zum Beispiel so ein Punkt und natürlich auch die erneuerbare Energie. Auch hier haben wir gezeigt, was wir können. Das war ein Prozess von den letzten 20 Jahren in Wahrheit. Der Herr Landeshauptmann, der Altlandeshauptmann Hans Niesl damit begonnen vor 20 Jahren, eben mit den Windrädern, Sie werden das kennen, im Nordburgenland. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das mit dieser Expertise und mit diesem Know-how viel schneller gehen würde in Österreich. Wir wissen es. ÖVP und Grün besetzte Bundesländer von der Regierung Salzburg oder Tirol damals, die haben kein einziges Windrad in den Jahren aufgestellt. Und das ist zum Beispiel diese Ankündigungspolitik, auf einer Seite zu sagen, wir wollen in dem Fall Umweltschutz, wir wollen erneuerbare Energien, nichts umzusetzen. Der Landeshauptmann, der hat nicht so viel gesprochen und hat es einfach gemacht. Und ich glaube, da wäre sehr, sehr viel möglich für Gesamtösterreich. Mhm. Hans-Peter Doskozil hat ja in diesem Brief gestern auch von einem Team geschrieben. Er will das gemeinsam mit einem Team machen, diese Kandidatur. Wer ist denn Teil dieses Teams? Können Sie da schon das verraten? Ich nehme an, Sie sind Teil des Teams. Der Herr Landeshauptmann ist immer ein Teamplayer gewesen. Er hat im Burgenland, wie er kandidiert hat, damals als Landeshauptmann, immer ein Team um sich gehabt, ein Vertrauensleute um sich gehabt und das wird er genauso machen. Und wer Teil des Teams ist, das wird natürlich er dann präsentieren, das wird er machen, welche Namen da dahinter stehen, da möchte ich natürlich nicht vorgreifen, das wird er machen. Welche Rolle werden Sie in diesem Team spielen? Ich bin momentan Bundesratspräsident. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Position. Ich arbeite sehr, sehr gern im Parlament in Wien. Das weiß auch der Herr Landeshauptmann. Ich versuche, das Burgenland möglichst gut zu vertreten. Jetzt in dieser Phase ja, werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Mhm. Man hört auch, Christian Kern könnte Teil dieses Teams sein. Wird das so sein? Christian Kern ist ein Mann, mit dem der Herr Landeshauptmann natürlich auch Kontakt pflegt und eine Freundschaft auch hat.
weiß ich es nicht. Muss man abwarten, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Mhm. Welche Rolle soll denn Pamela Rendi-Wagner künftig in der Partei spielen, vorausgesetzt sie verliert gegen Hans-Peter Doskozil? Sollte sie dann Ihrer Meinung nach Teil eines Teams sein, Teil einer Lösung sein oder soll sie sich dann verabschieden? Na, ich denke, ich kenne den Herrn Landeshauptmann, der ist dann natürlich auch bereit, alle natürlich mitzunehmen. Das ist ein Team, es soll ein großes Team werden. Jeder wird da einen Platz drinnen finden und seine Rolle finden. Für das ist auch der Herr Landeshauptmann bekannt, auch im Burgenland, dass er alle zusammenholt und mit allen eine Gesprächsbereitschaft hat. Da gibt es keine Scharmützel mehr. Da wird alles dann ausgeräumt, da wird einmal gesprochen und dann wird weitergearbeitet. So ist der burgenländische Weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch diesen burgenländischen Weg auch in Österreich dann umsetzen wird. Aber das heißt, Sie reichen Pamela Rendi-Wagner die Hand und würden auch mit ihr zusammenarbeiten? Ja, vom Handreichen, also es wird nicht einmal notwendig sein, weil es ja keine so eine Erschütterung geben wird. Es wird schon. Es gab schon mal einen Fall, da haben sich die beiden nicht die Hand gereicht. Aber Sie werden sehen, das wird alles passen. Es wird eine gute Zukunft werden. Ich bin heute wirklich sehr, sehr stolz, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist. Das Präsidium getroffen, der Vorstand abgesegnet. Das ist eine gute Zukunft. Eine Entscheidung ist getroffen für die Sozialdemokratie. Mhm. Herr Präsident, abschließende Frage noch. Wird immer wieder auch gesagt, Hans-Peter Doskozil wäre ein Signal Richtung FPÖ und in Richtung einer rot-blauen Koalition. Wäre das eine Öffnung der Partei auch in dieser Hinsicht? Der Herr Landeshauptmann wird das dann präsentieren. Es ist oft abhängig von Personen. Wer sind die Personen bei den anderen Parteien? Das muss man ganz auch offen sagen. Ist da ein Vertrauensverhältnis da, ja oder nein? Das wird er dann gegebenenfalls entscheiden. Ich weiß, dass er mit allen spricht. Das ist seine Art. Und das ist auch wichtig. Also auch mit der FPÖ? Er wird mit allen sprechen, nehme ich an. Ich weiß nicht, was er jetzt dann wirklich konkret als Person vorhat. Aber er wird sie sicher nicht irgendeine Tür zumachen. Aber sprich, diese Ausgrenzungspolitik, die es in der Vergangenheit gab gegenüber der FPÖ, die ist Ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß? Das ist meine persönliche Meinung, das darf ich sagen. Ich würde mit allen sprechen, mit allen Parteien. Das ist aber meine persönliche Haltung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und natürlich beschäftigen wir uns weiter mit dem großen Thema des heutigen Tages, der Entscheidung im SPÖ-Präsidium respektive dann im Vorstand. Es wird eine Mitgliederbefragung und einen Sonderparteitag geben und dort wird über den oder die neue SPÖ-Chefin entschieden. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.